Servus Leute, willkommen bei mir Arnrage und einer weiteren Folge von Neuter. Ich rede jetzt nicht mehr drüber, wie weit ich komme. Ich glaube, ich jinx mich nur selber damit. Jedes Mal, wenn ich rede, wie weit ich komme, sterbe ich ziemlich früh. So, schauen wir mal. Ich habe da hinten schon was leuchten sehen, irgendwas. Ein Feuerstein, ist okay, nimm mal mit. Kiwaski. Was, jetzt brenne ich plötzlich? Hallo, es war ein Feuerstein! Ich sollte eigentlich immun gegen diesen Feuersteinschaden sein. Nein. Ah, wir haben eine Energiesphäre. Das ist gut. Das ist gut. Ab ins Dunkle. Wo alles versucht, mich zu töten. Komm. So geht's auch. So geht's. Ich hab gar nichts dagegen, wenn's so geht, aber okay. Bringt mir doppelt Gold, Leute. Weil theoretisch nicht ich sie gekillt habe, sondern das Fass. So der. Hinterfragt es nicht, ist es so. Da ist nochmal. Eine leere. Leute, das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Das ist das allererste Mal, dass ich das sehe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine leere Box. Ist die wirklich so leer, wie sie scheint? Okay, ich kann da Dinge reinfüllen. Und was? Gegenstände? Flaschen? Boah, Leute, ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Hä? Und der Boden dieser Kiste ändert sich. Ich kann Pulver darin lagern. Oh mein Gott, dein Ernst, oder? Sie haben endlich einen Weg reingebracht, wie man sowas wie Kohle, Diamanten und sowas rumbringt. Ja, das ist ja klasse. Klasse. Okay. Das finde ich cool. Das ist cool. Damit könnte man jetzt, wenn man das Rezept weiß, theoretisch, wenn es jetzt zum Beispiel, lass mal was Einfaches, Kohle, Wasser und Blut. So, wenn die drei Substanzen zusammenkommen, gibt es einen bestimmten Trank jetzt. Einmal diesen, wie heißt der? Ich weiß es leider nicht mehr. Also diesen, der, wo alles in Gold verwandelt. Dieser Trank und den Heiltrank halt, genau. Die beiden können es erreichen mit den Kombis. Und das ist halt, die beide sind sehr nützlich. Also das eine bringt unbegrenzt Gold so gut wie, weil du kannst dich da wirklich durch die ganze Map arbeiten mit diesem Trank. Es wird alles in Gold verwandelt. Und du kannst einfach aufsammeln und so. Theoretisch kannst du dich durch die Map graben damit, durch Gold. Und das andere ist halt einfach ein Heiltrank. Und dazu brauche ich nicht mehr sagen, es ist ein Heiltrank. Neuter hat keine Heiltränke. Ja, her damit. Nur leider sind die Rezepte meistens so unconvenient, dass du die nicht einfach so rauskriegst. Also, es ist vielleicht einer von 1000 Runs, in denen dieses Rezept mal zufällig irgendwo auftritt und du das so mitnehmen kannst. Ansonsten ist die Chance eigentlich sehr gering, dass es so hinkriegt. Natürlich gibt es bestimmte Mods und alles, brauchen wir nicht drüber reden, die euch je zu jedem Run das Rezept anzeigen. So, der ist weg. Der ist auch weg. Hopp. Oh nein, oh nein. Ach, oh, oh, zwei. Ah, ich hab's gewusst. Blut, Blut, Blut. Ach. Ah, Mann. Und das ist ein Zauberstab. Jetzt tun wir das explosive Fass darüber treten. Perfekt. Boom. Und da ist unser Zauberstab. Ist der irgendwo durchgefallen? Ich glaube, der ist zum Portal unten durchgefallen. Lass mal den da unten einfach. Gefährlich, Leute, gefährlich, aber effektiv. Das dürft ihr glauben. Oh, ja, gefährlich, gefährlich. Lieber, nee, gefährlich, nur gefährlich, nicht effektiv, gefährlich, okay? Mit dem Streuzauber da drin schießt er die in alle Richtungen und das fickt uns noch selber. Ja, Dankeschön. Brauche ich darüber schon mal keinen Spam. Und da ist eine Sackgasse. Mal wieder. Ja. Und? Nix, nix. Hä? Oh, kriegen wir wieder nix. Keine Leben, gar nichts. Wir haben die Box gekriegt, also das ist schon mal was Neues, aber. Leben! Game! Leben! Mein Hilferuf!
Wir haben Bomben. Wir haben auch Feuerbomben. Oh Gott. Ja, okay, dass das so ausgeht, hätten wir eigentlich klasse müssen. Tschüss. Geh mal außen rum. Da ist eine Flasche mit Säure. Nice. So, das ist schon mal ein Weg, uns im Shop ein wenig durchzugraben. Also ein Weg in den Shop. Also, ja. Wow, das war knapp. Vom Shop raus, meine ich. Kann ich euch zeigen später. Natürlich werden wir da wieder unseren alten Freund Steve erwecken. Ah, gucken wir mal. Vielleicht kriegt man eine gute Kombi, mit dem man machen kann. So. So. Oh, wieder nix. Oh Gott. Leute, wir kriegen nix. Ich sehe den Run jetzt schon enden wieder. Ja, ein guter Zauberstab mit Scheißzauber. Nice. Oder ist der so gut überhaupt? Nee, das ist nicht mal der ganz gute. Ja, hallo. Stirb, stirb, danke. Ist hier noch irgendwas drin? Ich glaube nicht. Nope. Nein. Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Hier auch nicht. Oh, Haufen Money, Leute! Das ist ein Haufen Gold, was ich da gesammelt habe. Also noch sind es Kreaturen, aber gleich ist es Gold. Ha! Ausgetrickst. Zack. Ein Haufen Gold, Leute, sag ich doch. Ah, oh, natürlich, voll ins Gift. Nein. Ah, komm, hier, Blut, danke. Und, zack. Schon wieder mehr Gold. Die Goldpäckchen laufen ja auch zu mir her, das ist ja unglaublich. Oh, hallo. Tschüss. Ah, oh, ich wollte eigentlich das Fass hochjagen, aber war zu spät. Weiter, weiter, weiter. Hopp, 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 hopp. Easy, was machen wir? Easy, aua, aua. Ach. Nicht jinxen, nicht jinxen. Sollte einfach die Klappe halten. Einfach die Klappe halten und weitermachen. Mit Wasser. Der war nice, Leute. Da könnt ihr gar nichts sagen. Der war richtig nice. Besonders der dann auch noch den Fass hinterher gesprungen ist. Ich weiß nicht wieso, aber okay. Sah es aus wie ein Leckerli für ihn vielleicht. Das kann sein. Guck mal, explosives Fass. Oh, meine Spezialität. Oh Gott. Oh ja, danke. Oh, ein kleiner zweiter. Nein, ich wollte ihn eigentlich mit... Oh, fuck. Nein. Wir sollten gehen, Leute. Wir sollten gehen. Wir sollten gehen. Bye, bye. Tschüss. Und da ist ein Haufen Blut. Also, wenn wir wieder Vampirismus kriegen, wäre das unsere Anlaufstelle. Ah, oh, jetzt haben wir wieder kein Leben gekriegt. Nice. Dann sprengen wir uns hier mal den Weg frei. So. Oh mein Gott. Und wir brennen. Wir brennen immer noch. Und jetzt brennen wir nicht mehr. Dann holen wir da mal die große Streuung raus, weil das ist echt... Das ist tot. Das ist unser Tod. 1, 2, 3. Das kann raus. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Brauchen wir auch nicht. Ich könnte jetzt natürlich auch die draufhauen, aber die haben eh Zauberverzögerung plus 17. Und das heißt, wenn ich die da draufhaue, ist er zwar trotzdem noch schnell mit dem Zauber. Könnte ich sogar den anderen noch draufhauen. Oh, was hat der Mana? 66. Hä? Warte mal. 66 mit einer Laderate von 270. Das probieren wir jetzt schnell aus, ob der überhaupt leer werden kann. Nein, Leute. Oh, was hat der für Wiederaufladezeit? 2 Sekunden, 43. Oh mein Gott, das ist viel zu viel. Wir nehmen den. So. Als nächstes, das brauchen wir nicht. Dann brauchen wir den auch nicht mehr. Weg damit. Schauen wir mal, was wir ans Zauberstäbe kriegen. Ja, schwarze Löcher! Ja! Ja! Haben wir schon geschafft, Leute. Haben wir schon geschafft jetzt. So. Wir machen genau das wie letztes Mal.
Die Feuerspur heben wir auf. Brauchen wir nicht. Du wirkst 4 Zauber auf einmal. Wow. Okay. Warte mal. Bei Wiederaufladezeit ist... Also, warte mal. Der könnte sogar nicht mal schlecht werden, Leute. Brauchen noch 4. Da also. Es ist eine kleine Wand aus... Kettensägen. Scheibenprojektile. Ja, nee, wir behalten einfach die hier. Fertig. Fertig aus. Wir bleiben da. Den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Die Bomben könnten wir woanders hin tun. Jetzt haben wir aber keinen Stab, wo unsere schwarzen Löcher spielt. Und der spielt 3 auf einmal. Verdammt. Er könnte sie spielen. Natürlich könnte sie er spielen. Welcher sonst? Er wirkt immer kritisch. Wir packen es jetzt doch da drauf. Weil der hat auf immer kritisch. Das ist viel zu gut. So. Schauen wir weiter. Was gibt's als nächstes? Schnellere Zauberstäbe. Könnte man glatt dafür einsetzen, aber dann... Das macht nicht unsere Mana-Rate. Er wird einfach nur schneller, deswegen... Ja. Schnelles Schwimmen... Oh, ist alles scheiße, Leute. Wir gehen weg. Explosionsimmunität. Perfekt. Was denn sonst? Graben wir uns nach unten oder wie machen wir es jetzt? Ich schätze, ich würde mich erst nach oben... Ja, wie letztes Mal. Erst nach oben graben, Steve platt machen und dann... Oh, machen wir Steve platt. Oh Gott, Leute, das... Oh Gott, komm. Oh Gott, okay, es wird nichts. Wird nix so. Zurück damit. Und davon trifft ihn keiner, weil es nicht genug Projektile sind. Okay, wir sind am Arsch, Leute. Das war's. Ja, wir kommen. Ah, oh, der ist durchgegangen. Oh mein Gott, nein, oder? Nein, oder? Nein, oder, Leute? Das kann jetzt nicht wahr sein. Das müssen wir jetzt nicht eine halbe Stunde lang machen, oder? Oh, Leute. Nein. Oh. Du kannst mich nicht weiter in die Enge drängen. Es geht nicht, ich bin schon am Ende. Oh mein Gott, das war knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Oh, oh Gott, Leute. Oh Gott, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Machen wir das jetzt eine halbe Stunde? Wahrscheinlich, oder? Wir machen das jetzt eine halbe Stunde. Okay, gut. Wir sollten uns damit abfinden, das jetzt eine halbe Stunde zu tun. Oh mein Gott! Hörst du bitte auf damit jetzt und kannst du... Stopp jetzt endlich! Oh mein Gott, Leute, was ist denn... Okay, naja. Wenn ich nur auf mich schaue und aufhöre auf ihn zu schauen, okay, dann das macht es schon ziemlich einfach, aber... Das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob ich treffe, Leute. Das ist, ich könnte jetzt 10-mal an ihm vorbeischießen und ihm schon 10-mal Schaden machen und ihn nicht treffen. Aber ich sehe anscheinend, dass ich ihn ab und zu mal treffe. Also, oh mein Gott, Leute, was machen wir da? Was machen wir eigentlich? Wieso spielen wir dieses Spiel überhaupt noch? Oh Gott, Leute, das... Irgendwas Schnelleres wäre vielleicht von Vorteil gewesen, aber ja, wir hatten ja nichts. Wir haben immer noch nichts. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Leck! Nein! Oh mein Gott, du dummes Drecksvieh, ey, du dämliche Internetverbindung! Ah! Ach Gott, Leute, komm schon.
Komm schon, das wird der epischste Kampf. Wo kommst du jetzt her? Okay, der ist einfach weg. Okay, er ist einfach tot, egal. Und ich bin vergiftet. Klasse, klasse, klasse. Ja, das ist genau das, was ich wollte. Oh, scheiße. Komm ich einmal wieder aus dem Trab raus. Wir machen den noch, Leute. Ich gebe da nicht auf. Ich gebe jetzt da nicht auf. Den machen wir noch. Ist mir egal, wie viel Schaden wir dem abziehen. Drei? Ist es dein Ernst mit den Zaubern? Drei? Oh mein Gott. Wir machen den noch. Nein, ich gebe da nicht auf. Ich gebe da nicht auf. Und wenn das eine halbe Stunde ich gegen er ist, ist mir scheißegal. Oh, komm jetzt. Geht das ein Scheiß-Shit doch jetzt. Oh mein Gott! Oh, das war's. Scheiße. Mein Gott, was für ein Wichser! Leute, falls euch gefallen hat, Daumen hoch. Über ein Abo würde mich freuen. Macht es gut, bis zur nächsten Folge. Servus!